Hi Leute, ich bin's wieder, euer Daniel. Heute habe ich für euch keine anstrengende Übung, aber ich habe für euch etwas, das ihr vielleicht auch schon bei Ewige Helden gesehen habt. Blindes Fußballspiel. Aber wir spielen jetzt nicht blindes Fußball. Viele von euch kennen mich vielleicht. Ich bin auch im Kampfsport aktiv, gebe auch Kampfsportkurse und da macht man solche Übungen im Bereich der vertrauensbildenden Maßnahmen. Und zwar geht es heute um das Thema Vertrauen. Hat man einen Partner zur Hand, ist es am Anfang wunderbar, sich gegenseitig ein bisschen kennenzulernen, indem man dem Partner blind vertraut. Und das funktioniert ganz einfach. Das kann man zum Beispiel auch ganz gut im Schulsport machen, falls jemand von euch Sportlehrer ist. Oder auch einfach mal im Personal Training, falls ihr Personal Trainer seid. Oder ihr macht das Ganze mit eurem Partner in einer gemütlichen Zweisamkeit. Dann lernt man sich auch noch ein bisschen besser kennen. Ich habe heute die Julia dabei. Und was wir jetzt machen oder was wir euch zeigen, ist Folgendes. Julia schließt die Augen. Und wir sind hier auf dieser wunderschönen Burg in Alcalá la Real in Andalusien. Und es ist traumhaft schön. Und ich führe sie jetzt blind durch diese Landschaft. Julia, bereit? Ready. Ready. Okay, blindes Vertrauen. So, ich vertraue Julia. Sie schließt die Augen. Und Julia vertraut mir. Okay? Seid am Anfang wirklich sorgfältig und macht nichts Schlimmes. Ihr könnt verbal ein bisschen Kommandos geben. Ja, später schon. Ihr könnt verbal ein bisschen Kommandos geben. Und es ist einfach eine tolle Übung, sich loszulassen und die Kontrolle abzugeben. Ich führe Julia jetzt einfach mal hier blind durch diese Landschaft. Jetzt kommen wir hier zum Beispiel an eine Bank. Jetzt sage ich Stopp. Einen Schritt nach vorne. Das linke Bein anheben, weiter nach vorne stellen, höher, draufsteigen, hochsteigen. Blindes Führen. Gebt immer wieder Kommandos, dann fühlt sich der Partner sicher. Achtung, das Ende ist erreicht. Das linke Bein vorne abstellen. Da geht's runter und jetzt taste ich einfach mal vor. Und jetzt könnt ihr vielleicht sogar mal die Hand loslassen und mit geschlossenen Augen erspüren, was sich da unten befindet. In der Schule funktioniert das wunderbar, zum Beispiel auf einer Langbank. Der Partner steht aber immer noch daneben und unterstützt euch. Und ein halber Schritt, Stopp. Jetzt greife ich wieder die Hand und weiter geht's. Langsam runter. Jawohl. Und zu mir. Augen werden geschlossen. Jetzt lasse ich mal komplett aus und jetzt gebe ich nur Kommandos. Vor, 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 stopp. Stufe, langsam ab. Und das rechte Bein runter, ganz runter. Linkes Bein ebenfalls. Jetzt marschiere zwei Schritte vor. Noch einen halben Schritt. Langsam rantasten, da kommt die nächste Stufe. Und jetzt trete runter, die Treppe ist da. Jawohl. Okay. So, Augen öffnen. Tata. Und wie geht's? Schwer? Ja. Aber hast du gefallen? Ja. Okay. Bin ich dran? Ja. So. Einen Schritt nach oben tun. Ja, zweiter Schritt. Jetzt kommen wir. Wir machen das Ganze ein bisschen schneller, weil der Daniel kann das ja schon ziemlich gut. Achtung, wir gehen das stimmt weiter. Nicht. Ich bin nämlich Sportlehrer und mache das nur immer mit meinen Studenten gehst oder du zwischen zwei, mit Schülern. Jetzt tun wir die Hand ein bisschen tief. Zwischen zwei durch. Rechts rum. Komm mit. Gratis, 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 gratis. Stopp. Und nichts sieht, jetzt ist das rechte Bein vorsichtig heben. Nicht zu weit, nur heben. Genau. Oh. Aufsteigen. Boah, Wahnsinn, ist die Kontrolle verliert. Ein Schritt nach vorne. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, wo ich mich befinde. Genau, und jetzt, Achtung, jetzt geht es wieder nach unten.
krass. Schon irgendwie lustig. Oh, der Daniel läuft direkt weiter. Ja, ich vertraue dir. Ist ja gut so. Zum Glück habe ich hier keine Säulen gesehen. Nur da oben. Okay. Ist ja irgendwie da oben. Okay. Wow, ist echt ein tolles Gefühl. Ich selbst mache das ja meistens nur als Sportlehrer mit meinen Studenten oder mit der Gruppe. Und wenn man selbst mal macht, dann also weiß man, wie schwer es ist, wenn man plötzlich nichts mehr sieht, wenn man keinen optischen Sensor hat. Und es ist wirklich eine ganz tolle Übung für eure Kinästhetik. Wo befinde ich mich wann, zu welcher Zeit im Raum? Also dieses Feedback über die Körperlage, und das bringt jedem Sportler, bringt es wirklich wahnsinnig viel, weil er sich besser kennenlernt. Macht es ruhig mal, das macht wahnsinnig viel Spaß, und es muss ja nicht immer ein intensives, brutales Workout sein, sondern einfach mal sowas zum Spaß. Jetzt schauen wir mal da runter, weil es da echt ganz toll ist, und ich bin ja totaler Fan von so Ausgrabungen, von so antiken Plätzen. Antik ist es zwar nicht, weil es ist noch ein bisschen jung, ich glaube so um 1800? Nee, 1800 ist das nicht hier. Das ist schon viel älter, weil die haben damals noch mit Katapulten geschossen. Und wenn ich jetzt eine Jahreszahl sagen würde und es stimmt nicht, dann würdet ihr mich wahrscheinlich mit bösen Kommentaren überschütten. Aber du kannst es ja einblenden dann. Stimmt, um danach zu schauen, gell? Genau. Da. Naja, da ist irgendwo, gell? Kannst du es einblenden. Naja, also, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert mich und liked mich, und ihr werdet sehen, ihr werdet im Rahmen der ewigen Helden noch viel mehr tolle und interessante Übungen und Workouts finden. Bis dann, wir sehen uns, euer Daniel. Ich springe jetzt da runter. Ja, oh nee, doch nicht, ist doch so tief. Hallo, ich bin's wieder, euer Daniel, und heute habe ich für euch keine anstrengende Übung. Aber die Übung eignet sich wirklich gut, um Vertrauen aufzubauen, Vertrauen zu einem Partner aufzubauen. Und naja, vielleicht mag das der ein oder andere einfach mal im Personal Training versuchen oder auch mit einem Partner aus der Beziehung oder einfach mit verschiedenen Partnern, weil es ist einfach toll. Nee, ist es blöd. Und?